und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land, unserem Roleplay auf unserer eigenen Map. Grünfelder Land, ja extra eine RP-Map mit den dazugehörigen Höfen, so wie es uns gefällt. Haben wir selber gebaut. Gönnt man sich. So. Wer noch nicht hat, kann gerne mal noch ein Abo da lassen. Ups, also. Ich mache gerade ein paar Hackschnitzel noch für die Holzkohleproduktion. Weil die Gemeinde braucht die Holzkohle fürs Wasser. So. Warten gerade mal, bis wir da fertig sind. Na, Zapfwelle ab. Achso, das musst du natürlich erst ausschalten. Hä, ich hab den doch ausgeschalten. Jetzt. So, Hackschnitzel müssen unten bei der Holzkohle noch rein, dass die heute Nacht auch wieder gut produziert. Da hat er das einfach mittendrin stehen lassen. Oh, ich muss morgen früh auch mal noch die Sachen beim Händler abholen. Warte mal. Gerade noch die Leerpalette da rein. Das bisschen geht jetzt wieder nicht rein, ey. Ich hab bestimmt die Schaufel da stehen gelassen, wo er die Gabel angehängt hat. Nein. Hat er die Schaufel hin? Gibt's doch nicht. Okay, nehme alles zurück.
hört sich alles ein bisschen komisch an, finde ich. Gerade. Weiß aber nicht, was da los ist. Hört sich ein bisschen nach Lags an, aber ich fahre halt leider gerade nicht so schnell, dass ich das wirklich als Lags rausstellt. Will ich jetzt die Hackschnitzel hier nicht. Ja, Volker Baruna, hallo. Also ich bin ja normalerweise keine Petze, ne? Ja. Aber das geht mir jetzt so langsam auf die Nüsse. Was denn? Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Nur weil die Polizisten da oben in ihrer Pflaumenflunder da oben, ne, keinen Bock haben, müssen die nicht meinen, dass ich hier jedes Mal antanze mit dem LKW und jede Teil, was die kaputt machen, abschleppe. Ja. Ist doch dein Job. Ja, aber ich will der Stadt auch nicht wehtun, weißt du, im Portemonnaie, weißt du, dann kriegst du hier keine Kredite von 1 Million, weil das wahrscheinlich dann so was liegt, die da oben nur faule Länzchen machen. Ja, muss man eine Gemeinderatssitzung einberufen. Mhm. Ich meine, ich fahre die Karren gerne abholen, das ist kein Thema. Ich verdiene dadurch mein Geld, aber... Was haben sie denn jetzt schon wieder gemacht? Ja. Hallo? Ein LKW, hey, Servus, hey, krass, dass du anrufst, die Karre ja? Abholen, hey. Ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, tut, der ist halt gerade nicht da, ja? Okay. Den soll ich jetzt abholen, da oben, weißt du? Hm. Und im Netz haben sie einen Gabelstapler irgendwo an den Zaun versenkt. Also, ich weiß nicht, was die da oben machen. Ich glaube, die sollte mal einen Führerschein machen. Jo, da muss ich jetzt sowieso gleich hin. Der neue Typ da, der muss einen Führerschein machen. Ja, da holst du den Richter auch mal direkt mit. Also, die zwei können echt nicht fahren. Die machen jedes Ding kaputt. Jo, ich werde es mal ansprechen. Jo, danke. Gut, bis dann. Jo. Ciao. Holzkohle. Ja, 2 Paletten. Ich komme halt gerade nicht hinterher, hier genügend Sachen zu produzieren. Das ist das mein größtes Problem. Ist einfach zu viel zu tun. Ich brauche aber auf jeden Fall, weil ich werde noch ein bisschen mieten, denke ich. Brauche ich erst wieder dann, was kostet das Ding? 60.000, 70.000.
Die schon keinen Zugang. Was soll denn das? Licht müssen wir schon noch ausmachen. Batterie muss ja nicht unbedingt leer gehen. Warte mal, ich rufe mal gerade in diesen Cola Rich oder wie hieß der? Cola Rich an. Ja, grüß Gott, Cola Rich am Apparat, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Morgen, Volker Varuna hier. Ja, morgen. Bitte. Wie schaut's denn aus mit dem Feld? Ja, also ich kann nur sagen, mit einem größeren Tiefenlockerer wird schneller gehen, aber sonst ein Stückchen fehlt noch. Okay. Ja, habe ich leider nicht einen größeren. Ja. Noch nicht. Ich weiß nicht, wie es finanziell ausschaut bei Ihnen gerade aktuell. Schlecht. Vielleicht. Okay. Und so. Vermieten tut da Landmaschinenhändler nichts? Naja, ich müsste eigentlich nur alle dreimal pflügen, von dem her lohnt sich's im Moment auch nicht, darin zu investieren. Stimmt allerdings. Aber ich behalte es mal auf dem Schirm. Ja, wie schaut das jetzt eigentlich aus? Brauchen Sie noch einen Festangestellten oder mache ich gerade einfach nur Lohnarbeit für Sie? Also, ich müsste jetzt mal kurz zu einem Termin. Moment, ich schau mal gerade schnell was. Ja, sonst rufe ich Sie später noch einmal an. Na, passt. Kann ja, Freisprecheinrichtung ist ja vorhanden. Okay. Ja, ich könnte schon noch jemand brauchen, weil ich vermute halt, dass mein ehemaliger Mitarbeiter nicht wiederkommt. Weiß zwar noch nicht, ob so ist, aber selbst dann habe ich genügend Arbeit, kriegt man dann trotzdem hin. Okay, ja, aber was haben Sie vielleicht noch, weil, wenn ich das so schaue, einfällt? Das Feld nebenan, was abgeerntet ist, die 106 ist im Moment in der Pacht. Okay. Da könnten Sie dann nachher direkt noch was ansehen. Und zwar, also wenn Sie... Fingern auf oder einfach nur mit der Saatmaschine drüber? Da fliegen wir nicht. Okay. Also ich muss nämlich gerade los hoch zur Polizei. Ich melde mich gleich nochmal. Ja, passt perfekt. Dann bis später. Bis später. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.